Hallo Leute und willkommen zum heutigen Video. Heute wurden wir von der Deutschen Bahn beauftragt, dass wir heute ein Kesselelement transportieren. Und zwar das Ganze ein Kesselelement transportieren. Ein Kesselelement transportieren, das insgesamt 45 Tonnen wiegt. Das werden wir heute versuchen, sicher ans Ziel zu bringen, und ich wünsche euch viel Spaß. Falls euch das Video gefällt, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen, und falls ihr noch nicht den Kanal abonniert habt, würde ich mich natürlich über ein kostenloses Abo freuen. Aktiviert nebenbei noch die Glocke, verpasst ihr keine Videos oder Livestreams mehr von mir. So, dann sind wir mit meinem LKW drin, in unserem Scania. Ja, dann würde ich mal sagen, fahren wir gleich los. Ich sehe schon, draußen stehen schon die Sicherungsfahrzeuge. Haben wir auch alles heute mit dabei. Und dann würde ich mal sagen, fahren wir mal los. So. Aber ganz wichtig erstmal hier die Sound. Okay. Ganz wichtig, die Rundumleuchten natürlich an. Damit wir auch auf den Straßen erkannt werden. Gut, dann müssen wir hier erstmal raus. Und worauf habe ich mich denn nur eingelassen? So, dann müssen wir mal kurz gucken, dass wir das richtig rauskriegen und irgendwo hängen bleiben. Ich muss nur kurz auf den Bordstein fahren. Wunderbar. Aha, okay. Das Sicherungsfahrzeug fährt schon mal voraus. So. Ich bin mal, also, wo noch nicht angefangen habe zu streamen. Aha, da sind auch noch die Zeit. Da sind noch weitere, also Schaulustige sind auch noch da. Ja, das stimmt, man sieht nicht alle Tage wie Dennis hier ein Kassel-Element zu transportieren. Der ganze Verkehr wurde auch aufgehalten. Ui, jetzt sind wir da irgendwo noch hängen geblieben. Gott, das ist gut. Also ganz wichtig, wir müssen gucken. Fangen wir mal ein bisschen mittig. Also ich bin, glaube ich, bis jetzt im Singleplayer bis jetzt, glaube ich, zwei, dreimal Schwertransport gefahren. Das war jetzt auch vor gefühlt einem Jahr, vor 2 Jahren ungefähr. Also schon ewig nicht mehr. Deswegen hoffe ich mal, dass wir das die Tour unbeschadet, ne? Also LKW sowie Ladung, sicher ans Ziel schaffen. Spurwechselmanöver, steht bevor, Geschwindigkeit anpassen. Okay. Genau. Übrigens, Leute, ich habe hier, also vielleicht hört das der ein oder andere schon, und zwar habe ich hier einen Mod mit drauf. Den ganzen werde ich euch unten in der Beschreibung verlinken. Der und auch wie er genau heißt. Und zwar ist es extra ein Scania Sound. Dass der Motorsound ist und sich ein bisschen realistischer anhört und auch generell alles andere. Finde ich bis jetzt eigentlich ganz geil.
Ja. Man hört auf jeden Fall auch, wenn man jetzt in der Außenansicht ist, hört man auch die Mundluft. Gehen wir mal kurz rüber. Ich finde auch generell den deutschen Bahn-Schenker-Skin eigentlich ganz geil. So, gucken wir mal mit dem Tempomat mal rein. Dann müssen wir schon wieder ein bisschen langsamer werden. Müsste da wirklich jetzt schon rüber. Warum kann man, also man sieht doch, ich bin in der Überbreite. Warum musst du dann darüber? Ja, dich meine ich, genau. Mein Gott, Wahnsinn. Hier der gleiche, schon wieder so einer. Und dann meckern die, wenn die da irgendwo, wenn ich da irgendwo hängen bleibe. Das jetzt ist ja okay, jetzt ist, geht's eh nur gerade aus, aber trotzdem ist scheiße. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Falls ihr weitere Schwertransportteile sehen wollt, schreibt es mir das gerne in die Kommentare und schreibt es auch gerne rein, was ich transportieren soll. So, jetzt bin ich mal hier gespannt, wie die das jetzt hier gemacht haben mit der Grenze. So, anscheinend passt das soweit. Ah, okay. Oh Gott, oh Gott. Eieieiei, jetzt habe ich gerade nicht aufgepasst. Eis. Irgendwo, wo bin ich jetzt? Moment mal. Jetzt mal so eine dumme Frage. Wie soll das funktionieren hier? Ah. Ja, wie soll ich denn das machen? Was ist das? Das Bordstein, das Bordstein. Jetzt mal jetzt. Ah, warte, jetzt geht's, jetzt geht's, jetzt geht's. Oh, jetzt hat der gerade irgendwas aus wie geöffnet. Mein Wahnsinn! Der hupt denn hier eigentlich? Irgendeiner ist hier die ganze Zeit am Hüten. Mein Gott, Leute. Während dem ganzen Gerede hier bleibe ich einfach hängen. Ich weiß nicht, ob das wir sicher transportieren können. Und auch ohne Schaden. Nun ja. So, jetzt haben wir es rausbekommen. Das war jetzt wieder gleich der Bordstein. Teil hier schön am Absichern. So, müssen wir mal wieder rauf auf die Straße. Genau. Ja, jetzt wird's oder so. Das ist jetzt im Endeffekt das erste Gameplay, was ich jetzt gemacht habe. Es wird in der nächsten Zeit auf jeden Fall noch mehr folgen. Auch übrigens LS19 Gameplays wird es jetzt auch geben. Ja. Übrigens zeigt mir mal eure Meinung zum Sound vom Motor und auch generell, also das Soundpack im Endeffekt. Ich finde es ultra nice. Es hört sich einfach viel realistischer an. Ich muss hier ein bisschen langsam, das wird auch gar nicht so sehen.
Wir machen es jetzt einfach so, wir machen die Spur dicht. Das ist mir wurscht. Da kommt, da soll keiner mehr vorbeikommen. Übrigens, Leute, ich arbeite ja auch auf der Autobahn. Also ich bin derzeit im zweiten Ausbildungsjahr. In der Autobahnmeisterei. Und wir hatten jetzt, das war ja letztes Jahr, da war ich aber nicht dabei, das haben da Kollegen gemacht. Und zwar wurde in München ein Windrad neu gebaut. Und da kamen dann die Flügel im Endeffekt kamen dann an. Und wir haben, also es, wir haben im Endeffekt dann die Firma abgesichert soweit. Und eine weitere Firma musste sogar die Schutzplanken entfernen, dass auch dieser Flügel dann auch ankommt und dann nicht hängen bleibt. Da mussten dann im Endeffekt, also wenn die ganze, wo die ganzen Flügel dann angekommen sind und beziehungsweise geliefert wurden nach einer Zeit, das stand auch mal in der Zeitung, ich weiß nicht, ich glaube das war die TZ oder Bild oder sowas. Nein, es müsste die TZ gewesen sein. Ah, jetzt hat sich dann doch trotzdem einer noch durchgeschlängert, mein Gott. Und dann hat es ein bisschen länger gedauert, dann wurden auch wieder die Leitplanken dann montiert. Oder wieder dran montiert, beziehungsweise sie wurden einmal komplett gewechselt. Also sind da neue hingekommen. So normale Schwertransporte, die haben wir eigentlich tagtäglich. Also meistens ist es ja dann so, dass die dann ja irgendwie so einen riesigen Bagger transportieren. Sonst so riesengroße Elemente für irgendwelche Fabriken oder so. Da ist es dann aber meistens so, dass halt im Endeffekt es nur ein Begleitfahrzeug gibt und das fährt dann immer hinten mit und warnt dann im Endeffekt die Autofahrer vor der Überbreite bzw. auch vor der Gefahr des LKWs voraus. Was ist da? War da ein Auffahrunfall? Glatt und dann mach so, Auto so machen, ich mache so, aber Unfall. Schön abgesperrt, dass wir sicher auch ankommen. Könnt ihr mir auch übrigens heute gerne in die Kommentare noch reinschreiben, was ich als nächstes, also ob ich auf, bei Scania bleiben soll. Oder ob wir jetzt in den Videos, also Livestreams vor allem, ihr kennt's mich, ich fahre, bin jetzt eine lange Zeit DAF immer gefahren. Jetzt habe ich dann gesagt, komm, geh mal wieder auf Scania rüber. Als nächstes ist dann wieder der Mercedes dran. Ja. Also ob wir mal hier einen Iveco fahren sollen oder einen Renault. Muss dann noch mal gucken, wie es dann genau aussieht mit den Soundpacks. Ob es dafür für die LKWs dann auch welche gibt oder ob es da keine dafür gibt. Hier rüber. Ist, weil ich habe irgendwie Angst, dass ich da irgendwo jetzt hängen bleibe in der Kurve. Jetzt nicht so gut. Übrigens, Leute, weil so viele auch gefragt haben, Dennis, wie kriege ich eigentlich den Würfel und die ganzen anderen, also die für die fürs Fenster oder hier die Mütze, Gutier, Tasche und so, wie kriege ich das Ganze? Leute, wichtig, das ist ein DLC. Es ist auch unten in der Beschreibung verlinkt. Ich könnte das gerne natürlich gerne bei meinem Partner direkt kaufen. Insert Gaming.
ist das Kabinenzubehörpack. Da habt ihr dann im Endeffekt den Würfel mit drinnen und dann ja, den Geldbeutel. Dann war das hier der Lufterfrischer, die Fertigsuppe, die Decke. Der Rest ist dann im Endeffekt dann wieder auch weitere DLCs, also im Endeffekt das Michelin-DLC, Scania-DLC mit dem Würfelpack. Schorsch ist es, Kutier nochmal. Das sind dann im Endeffekt alles nochmal extra DLCs. Und zu dem Kabinenzubehör kommt dann auch noch das Handy mit zu. Also finde ich eigentlich ganz geil, das Handy. Ja. So, jetzt müssen wir hier ein bisschen wieder aufpassen. Wie weit haben wir es denn jetzt? 100, 107 Kilometer. Boah, ich habe Angst, hier ist sogar noch eine Kohlerei neben mir. Also wir werden dann auch in den nächsten Videos werden wir auch für DHL, für UPS, für Hermes auffahren. So, jetzt müssen wir hier mal gucken. So, müssen wir mal wieder weiteren Spurwechsel durchführen. Aber ich finde, ganz ehrlich, ich finde den Deutsche Bahnschenker-Skin ganz nice. Das sieht echt geil aus. Muss ich nur auf die Spur halten. Oder was sagt ihr? Sieht schon geil aus. Ich werde den euch übrigens auch unten in der Beschreibung verlinken. Das Ganze habe ich dann über Steam. Und den verlinke ich euch, den Namen im Endeffekt. Weiß nicht, ob es da direkt auch einen Link dazu gibt. Download-Link. Falls ja, dann werde ich den euch auch noch verlinken. Und falls nicht, dann schreibe ich euch einfach den genauen Namen rein. Wie der genau heißt. Ja, aber ich finde es eigentlich ganz geil. Wir werden jetzt auch noch demnächst mal gucken, ob es irgend so Mods gibt im Endeffekt, wo es halt dann auch noch andere ja, Frachten gibt zum Transportieren, also im Endeffekt als Schwertransportfracht. Wir werden auch Mods ausprobieren, also Mod-LKWs und so. Ich freue mich auf das Projekt derzeit richtig. Auch, wie gesagt, LS19 wird es auch geben. Übrigens, Leute, falls ihr euch auch gerade das Video anschauen solltet und euch gerade fragt, Dennis, wie kann ich eigentlich online spielen? Ich verlinke euch oben rechts das Video, wie man online spielen kann, also im Multiplayer. Das müssen wir hier aber erst mal kurz gucken. Ganze Verkehr wurde hier aufgehalten. Boah, Lambo. Maschallah. So, müssen wir hier mal rüber. Machen wir mal so, wir machen hier mal das Fenster auf.
aber nicht ganz so. Ja. Aber was mir auch noch gerade einfällt, wenn sich auch noch währenddessen ein oder andere fragt, also es geht im Multiplayer, aber natürlich auch im Singleplayer, wie man sich Fragen selber erstellt. Ich verlinke euch auch dazu das Video oben rechts. Ihr müsst gleich ein i auf Deutsch einblenden. Ja. Hier kein Aufbauunfall uns erlauben. So. Ich weiß gar nicht, was eigentlich so ein Schwertransport fahren darf. Also, ob es da so eine Maximalgeschwindigkeit gibt. Was ich weiß, dass meistens so Schwertransporte nachts durchgeführt werden. Da natürlich halt der normale Straßenverkehr dazu nicht beeinträchtigt werden darf. Weil halt da läuft der ganze Berufsverkehr und das ist natürlich nicht so prickelnd, wenn da jetzt noch irgendwie so ein Schwertransport kommt. Ich habe mir schon mal mehrere Dokus angeguckt, mit denen, also wie so Schwertransporter oder wie so Schwertransporte durchgeführt werden. Das ist monatelange Planung. Es wird alles ausgemessen, es wird mit der Polizei alles besprochen. Müssen wir jetzt erstmal gleich rüber. So. Erster Aufenthalt in Montpellier. So, wir sind jetzt eigentlich auch gleich schon angekommen im Ziel. Beziehungsweise am Ziel. Dann haben wir hier noch einen Kreisverkehr. Oh je, Kreisverkehr, das ist so bei mir. Müssen nicht unbedingt sein. Mal sehen, bis langsam in der Kurve. So, aha, und da hinten stehen schon die Kollegen, die ich sehe. Presse steht auch schon mal vor Ort. So. Begleitfahrzeug, das fährt durch die Land durch, super. Und wir müssen jetzt hier irgendwie versuchen, uns ja, da reinzufahren, dass wir da reinkommen. Aber das wird jetzt schon nicht so ganz funktionieren. Uiuiui. Also es kann sein, dass wir nochmal neu anfahren müssen. Ich bin mir da nicht so wirklich sicher. Aber wenn ich das jetzt so sehe, es funktioniert sogar. Ne? Also man merkt auf jeden Fall, dass ich nicht das erste Mal Schwertransport fahre. So, dann müssen wir den hier noch parken. Ordnungsgemäß. Machen wir gleich noch ein bisschen rückwärts. Ah, oder wir hätten ihn jetzt auch so. Ah, ich will ihn ja richtig reinstellen. Ich muss nicht.
So, da war dann lieber nicht Luft. So, langsam aber sicher. Packt man den da ein. So, dann können wir auch nicht schon stehen bleiben. Aber natürlich im Vor noch. Genau. Leute. Das war's dann mit dem heutigen Schwertransport. 45 Tonnen Kassel-Element. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Falls ihr euch mehr Teile wünschen solltet, was wir transportieren sollen als Schwertransport, schreibt das gerne mir unten in die Kommentare. Falls euch das Video gefallen hat, würden wir natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Falls ihr den Kanal auch noch nicht abonniert habt, würden wir natürlich über ein kostenloses Abo freuen. Aktiviert die Glocke und folgt mir natürlich auch gerne auf Twitch, auch unten in der Beschreibung verlinkt. Und wir hören uns dann im nächsten Video. Bis dann, euer Dennis. Ciao, Jungs. Baby girl, don't go, oh, look the other way, eh, nobody will know, oh, if it's all the same, eh, call my place your home, oh, I don't wanna chase, eh, but don't want you to go, oh, all I want is you, ooh, all you need is me, I know what to do, ooh, only I can see.